Wie geht man in Nevares mit der Kostenberechnung um? Welche Zusammenhänge gibt es hier? Hier gibt es in Nevares von mir angelegt ein leeres Projekt. Und hier lege ich mal ein neues LV an. Anlegen, neues LV für die Baumeisterarbeiten. Mit der Norm Euro Umsatzsteuer, wie man es halt eben benötigt. Und bei den Gliederungen ist es wichtig, dass man für die Kostenberechnung eine alternative Gliederung einführt. Ich nehme meistens die DIN 276 her, weil man die sowieso braucht. Neueste Version. Und man kann die Kostenberechnung oder die alternative Gliederung auch nach Gewerke oder gegebenenfalls noch andere Sachen machen. Dann geht es auch weiter. Und man stellt halt alle wichtigen Sachen noch für das LV ein. Baubeginn, irgendwo Bauende, irgendwo. Nur ein Beispiel. So, weiter geht's. Was man an Angaben eben fürs Leistungsverzeichnis noch braucht. Dann wurde das LV erstellt, per Doppelklick linke Maustaste wird es bearbeitet. Und die Kostenberechnung hängt dann hier mit den Positionen zusammen. Hier wird also neu ein Titel angelegt. Das sind die Mauerarbeiten. Enter. Dann kommt hier ein Untertitel. Außenwände. Enter. Dann kommt hier die Position. Vielleicht eine gute alte Hochlochziegelwand. Natürlich wird man dann hier noch den Langtext definieren. Und so weiter und so fort. Ich vertippe mich gerne, muss noch ein paar Tippfehler ausmerzen. So, jetzt aber. Okay, und dann wird man natürlich eine Menge und eine Einheit und einen Einheitspreis definieren. Und dann kommt eben ein Gesamtbetrag heraus. Was aber hier beim LV-Anlegen zusätzlich gemacht wurde, ist, wenn man die Spalten weiter hinten ansieht, eine DIN 276-Nummer und eine Gewerkegliederungsnummer einzuführen. Ich werde mich auf die DIN 276 einschießen, denn aufgrund deren Basis soll eine Kostenberechnung nach DIN-Kostengruppennummern durchgeführt werden. So, hier fehlt mir noch was, aber das lasse ich jetzt mal auch wirklich fehlen. Denn irgendwann, früher oder später, wird man bei der Kostenberechnung bzw. bei der Kostenermittlung reinschauen. In der Kostenermittlung wird dann eine Kostenermittlung angelegt. Dort vergibt man den Namen der Kostenermittlung nach der DIN und nach was soll die Kostenermittlung sortieren? Nach der Gewerkeliste oder nach der aktuellen DIN? Das stelle ich auch hier ein. Die DIN ist ja im LV im Projekt schon als alternative Gliederung hinterlegt. Wähle ich die DIN aus mit einem netten Namen und vielleicht weiteren Angaben. Dann geht es hier auch weiter. Dann kann man hier noch die Kennwerte angeben. Die Kennwerte, welche auch dann den jeweiligen Kostenberechnungen hinterlegt werden. Fertigstellen. Die Kosten werden ermittelt und die Kennwerte können zum Beispiel im Kostenrahmen nach der DIN dann genutzt werden, um abhängig vom Bruttorahmeninhalt die Kosten bei der Kostengruppe 3 zu ermitteln. Aber hier geht es ja eigentlich um den Zusammenhang zwischen Leistungsverzeichnis und den dortigen Positionen und der DIN-Kostenberechnung, welche wir hier haben. Das ist angelegt und wenn ich jetzt hier in die Berechnung reinsehe, kann noch nichts drinnen sein. Bei der Kostengruppe 3 kann man das zwar weiter aufblättern, aber egal was ich dort aufblätter, egal in welche Hierarchie, gerade bei den Außenwänden, Tragen der Außenwände 331, kann nichts drinnen sein. Weil die Position auf Leistungsverzeichnisebene das einfach noch nicht weiß. Also schauen wir mal im Leistungsverzeichnis nach bei der Ausschreibung. Hier das LV wird bearbeitet. Da gibt es die Außenwände mit ihrer Menge und den Preisen. Und weiter hinten ist ja als alternative Gliederung die DIN 276 und die Gewerkegliederung eingegeben. Bei den Gewerken kann man reinklicken und über die Lupe das entsprechend suchen.
Natürlich genauso wie bei der DIN 276. Hier geht es jetzt um die DIN 276. Dort sucht man sich dann auch das entsprechende heraus. Man mag auch die Nummer eintippen, wenn man es weiß, oder halt das aus der Liste raussuchen. Sondern wenn die Position die besagte Gewerkenummer bekommen hat, dann kann man navigierenderweise auch hier schon die Navigation nach Kostengruppennummern anschauen. Und hier ist die Kostengruppennummer 331, wo die Position hinterlegt ist. Man kann auch nach der Gewerkegliederung sortieren, dass bei der 12er Gewerkegliederung das einsortiert ist. Aber ich bin halt noch im LV. Und das LV wird man meistens in der Navigation nach LV eben sortieren lassen. Schauen wir mal, was in der Kostenermittlung passiert ist. Bei der von mir angelegten Kostenermittlung nach der DIN, wenn ich die Kostenberechnung nach der DIN durchführe. Wenn man dann bei der Kostengruppennummer reinguckt, kann es höchstens noch sein, dass man die Positionen aus dem entsprechenden LV über das Werkzeug oben importieren muss. Et voilà. Dann ist die Sache eingeführt, die Hohloch-Ziegel-Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch Berichte, Kostenermittlungsberichte, zum Beispiel die Kostenaufstellung, dessen Bericht man sich erstellen lassen kann. Mit gegebenenfalls weiteren Einstellungen, die man hier durchführt, dann erstellt man den Bericht. Und dann hat man hier den Zusammenhang gesehen zwischen LV und den Positionen mit den alternativen Gliederungen. Dann gibt man bei den alternativen Gliederungen die Kostengruppennummer ein oder die Gewerkenummer. Hier wird es bei der Kostenermittlung einsortiert und gerade bei der Berechnung kann man dann auf die Positionen zugreifen, dass man dann solche Auswertungen fahren kann.